Ich weiß nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Die meisten von euch werden sich jetzt bestimmt denken, dann passiert das, das niemand geahnt hat. Aber ja, es gibt ein neues Video auf diesem Kanal. Wer hätte, ja, habe ich davor schon gefragt, wer hätte damit gerechnet, aber ja. Hallo, man sieht, das Wetter ist ein bisschen weird, aber es soll nicht regnen laut Wetterbericht. Und wie wir alle wissen, auf den deutschen Wetterbericht kann man sich immer voll drauf verlassen. Wenn die sagen, es regnet nicht, dann regnet es zu 100% nicht. Weil nee, eigentlich mache ich dieses Video, weil es ist halt wirklich extremst warm. Es ist 20 Grad oder so. Es ist brutal angenehm, gerade zu fahren. Und ich dachte, es ist mal wieder Zeit, dass wir uns hören, dass wir uns sehen, YouTube. Weil das letzte Jahr ist ja ziemlich abrupt geendet. Warum? Das ist da hinten übrigens passiert. Da hinten, die Kreuzung war der Grund dafür, dass es keine Videos mehr gab. Und zwar... Bitte helfen Sie mir! Dem Bruder geht's gar nicht gut. Und zwar, ich wollte ein Wiesn-Video aufnehmen, ja? Ich habe im Dachau-Video gesagt, vielleicht fahre ich noch auf die Wiesn. Und ich hatte es vor, ich schwöre bei Gott, ich saß sogar auf dem Bike und ich bin losgefahren. Und ich fahre dann halt los, da hinten an St. Quirinplatz, irgendein Taxifahrer, wie Taxifahrer halt so sind, haben keine Ahnung, was die genau wollen. Fährt links, rechts, gibt Blinker rechts, biegt links ab, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ich muss da Vollbremsung hinlegen, Lichthupe, dies, das, Ananas. Okay, gut. Bisschen seine Sitzschaft beleidigt und alles. So wie es sich halt gehört für einen ganz ruhigen Fahrer. Und ich sehe dann dieses Licht hier. Also jetzt ist es nicht an, Gott sei Dank. Aber ganz kurz, bei mir, wenn dieses Licht an ist, dann heißt es, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich habe hier keine Motorkontrollleuchte. Ich glaube, Öldruck habe ich sogar. Dann würde sich da ein Öllämpchen anschalten. Auf jeden Fall, das ist ein Licht für alles. Wenn das leuchtet, dann weißt du... ist am Dampfen, so wie man das lernt, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es funktionieren soll, an, ausmachen, dann geht's wieder. Also ich mache das Bike aus und dann blieb's auch aus. Ich will es anmachen, es geht gar nichts. Also er geht kurz und dann siehst du, dass alles neu startet. Dann war mir schon klar, okay, die Batterie ist komisch. Was macht denn das Kind da? Naja, auf jeden Fall ADAC angerufen, der kam vorbei. Natürlich, ADAC ist eigentlich für Autos da, bei Motorrädern konnte er mir nicht wirklich helfen. Starthilfe gegeben, entweder die Lichtmaschine ist kaputt oder die Batterie ist einfach leer. Wenn die Batterie leer ist, wäre gut. Wenn die Lichtmaschine kaputt ist, wäre nicht so gut. In die Werkstatt gefahren, abgestellt. Rein zufällig war ein Mitarbeiter um 23:30 nachts noch da. Hat das Bike angenommen. Zwei Tage später ruft mich an, deine Lichtmaschine ist am Arsch. Lieferzeit irgendwie 3 Wochen oder so dafür. Und deswegen kamen keine Videos so plötzlich, weil meine Lichtmaschine kaputt war. Und ich auf eine neue Lichtmaschine gewartet habe. 3 Wochen war eigentlich Lieferzeit angesetzt. Ich glaube 5 Wochen hat es am Ende gedauert, weil irgendwie noch Suzuki dann Stress gemacht hat, was auch immer. Da habe ich das Motorrad abgeholt, sofort, ich glaube, ich habe das Motorrad ohne Spaß bei 4 Grad abgeholt, habe sofort in die Garage gefahren. 2 Tage dann hat es angefangen zu schneien. Also da hatte ich ein bisschen Glück, ansonsten keine Ahnung, was ich mit dem Motorrad gemacht hätte. Aber ja, übrigens, ich fahre auch schon länger jetzt mit dem Bike rum, also nicht, du denkst, das ist die erste Fahrt. Ich fahre, glaube ich, schon seit 1,5 Monaten oder so, fast 2 Monate hier mit rum. Aber ich hatte irgendwie einfach keine Lust. Außerdem das Wetter war echt nicht geil. Also heute ist wirklich einer der wenigen schönen Tage in diesem Jahr, wo man richtig fahren kann. Die anderen Tage bin ich halt nur gefahren, weil ich fahren musste. Ach, by the way, das Bike hat TÜV übrigens bekommen. Ich habe jetzt auch neue Bremsen drauf und einmal komplett schön die Inspektion durchgezogen. Und ich habe jetzt einen TÜV. Mit dem Auspuff habe ich einen TÜV bekommen. Ich habe nicht mal zurückgebaut. Irgendwas, das Bike, so wie es hier steht, hat es TÜV bekommen ohne Mängel. Also darf ich ganz legal so laut fahren? Naja, YouTube, ich glaube... Ich kann das Video eigentlich beenden. Also es ist wirklich ein super kurzes Video geworden. What the hell? Wollte ich nur kurz abholen, wie es aussieht, was ich die Zeit so getrieben habe. Euch kurz sagen, nein, ich bin noch nichts im Krankenhaus oder so. Mir geht's gut, ich hatte keinen Unfall. Also ich nicht, das Motorrad hatte schon einen Unfall, weil die Lichtmaschine... Urlaub gemacht hat und Suzuki 5 Wochen braucht, um eine Lichtmaschine zu liefern. Der Stelle danke dafür, Suzuki. Ach, ich könnte eigentlich noch sagen, weil das ist mir aufgefallen und ich check nicht warum. Ich werde mich jetzt daran hocken. Digga, die letzten Videos sahen echt nicht gut aus, Mann. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe was geändert an den Render-Settings. Ah, ich habe die eigentlich genauso übernommen, wie ich sie davor auch hatte. Aufnahmen werden genauso gemacht wie davor auch und das Video sehen einfach nicht gut aus, Digga. Also da setze ich mich auf jeden Fall dran, dass die wieder besser aussehen. Und Tonquali, ich weiß nicht, mal schauen, ob es funktioniert. Also ihr hört mich jetzt noch normal und jetzt solltet ihr mich nicht mehr hören dürfen und jetzt solltet ihr mich wieder hören dürfen. Keine Ahnung, ob das Wackelkontakt ist, ob das Kabel an sich kaputt ist, aber Mensch, was macht ihr denn da? Es ist rot! Keine Ahnung, ob es Wackelkontakt ist, ob das Kabel an sich kaputt ist. Ich muss mir jetzt aber eh einen Sehner bald besorgen. Dann hole ich mir auch einfach ein neues Mikro, Digga.
um sicher zu sein. Aber ja, da kommen auch ein paar Changes. Ich glaube, die Kamera ist okay eingestellt jetzt. Weil irgendwie war die locker. Wer hätte gedacht, dass nach einem halben Jahr oder so sich alles da lockert. Bisschen. Deswegen, ich hoffe, die nimmt richtig auf gerade. Nächste Videos werden ein bisschen besser. Wann kommen die nächsten Videos? Ich habe keine Ahnung, ich will euch nichts versprechen. Deswegen, sie kommen, wenn sie kommen. Es kommen aber nicht, ja, ein paar. Nee, ich bin jetzt bald im Urlaub, kann ich euch sagen. Also so die zweite Aprilwoche bin ich im Urlaub. Für 3 Wochen, wenn ich dann wiederkomme, schau mal, moi. Vielleicht passiert da ja irgendwas oder so. Vielleicht gibt es ja einen Grund für das Sena, würde ich einfach mal sagen, ne? Aber ja, YouTube, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, nicht vergessen, all euren Freunden, Kollegen, wen auch immer zeigen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, juckt es mich nicht. Damit verabschiede ich mich, YouTube. Bis dahin. Yalla.